Für mich ist das Schreinerhandwerk so, dass ich sage, das ist eigentlich mein Leben. Ich lebe das und habe da einfach wahnsinnig Lust dran, schöne Dinge zu entwerfen, zu gestalten und mitzufertigen und bis zum Ende beim Kunden das fertige Ergebnis zu sehen. Ideen für die ganzen innovativen Einrichtungen, die wir herstellen, die kommen in verschiedensten Variationen. Manchmal ist es einfach nur, dass ein Hersteller mit einem neuen Produkt um die Ecke kommt und wir dann überlegen, was kann man da Schönes draus machen. Manchmal ist es aber auch einfach nur mit dem Hund beim Laufen im Wald. Wir haben modernste Maschinen, modernste Techniken, aber trotzdem arbeiten bei uns hochqualifizierte Mitarbeiter. Ohne die würde es auch gar nicht gehen, weil wir wirklich bis ins Detail alles so präzise ausführen. Da muss man schon das Fingerspitzengefühl und die Leidenschaft eines Tischlers schon noch haben und mitbringen. Sonst würden auch die ganzen tollen Maschinen nichts nützen. Das Schreinern bedeutet für mich im Prinzip, dass ich jeden Tag etwas bewegen kann, dass ich jeden Tag etwas tun kann, wo ich am Ende des Tages wirklich was in den Händen halte, wo ich wirklich sehe, was ich getan habe. Die Leidenschaft, die ich für meinen Beruf mitbringe, die bringt auch das ganze Team von Hemdesign mit. Und wir glauben und wir hoffen, dass das der Kunde am Ende auch spüren kann. Unser Showroom ist absolut auf dem allermodernsten und neuesten Stand der Technik, was zum Tage heute funktioniert und geht und machbar ist. Und das Ganze nicht nur technisch, sondern auch mit einem sehr hohen ästhetischen Anspruch, dass es funktionell ist und auch noch sehr schön aussieht. Es ist wirklich alles übers iPhone, übers iPad oder über den Panel in der Wand bedienbar. Musik anschalten, ausschalten, programmierte Vorgänge, Wecker, es geht wirklich alles. Apothekerschränke, die auf Klopfgeräusche öffnen. Es macht doch wahnsinnig Spaß, mit so einem Komfort zu leben. Alles, was der Kunde bei uns sieht, kann er auch bei uns erwerben und für sich in sein Projekt reinbeziehen. Wir wissen, welche Firma wir für welche Arbeiten explizit einsetzen können und bieten dem Kunden natürlich an, alles aus einer Hand zu leisten, sodass er wirklich vom, sag ich mal, Rohbau bis zur letzten Gardine bei uns die komplette Einrichtung ordern kann. Ich habe ganz klein angefangen in der Garage und heute haben wir mittlerweile über 600 Quadratmeter Produktionsfläche, einen sehr modern aufgestellten Maschinenpark, 9 Mitarbeiter, alle Mitarbeiter hoch motiviert und es sieht auch gut aus, dass wir einen Großteil unserer Auszubildenden dauerhaft an das Unternehmen binden können und da freuen wir uns sehr drüber, dass wir aus eigener Kraft mit eigenen Leuten da stetig wachsen und eine hohe Qualität unseren Kunden bieten können. At a frat party last night, Kager in the back, smoking with the high life. Showing up tourney was a group of fly Barbies. Drinking up a Bacardi, had enough to kill an army. Standing on the counter, men looking up the skirts. Dancing in a crowd, playing hard till it hurts. I hope you understand the mathematics at hand. How many boys does it take to get inside her pants? Who knows those face? Maybe one full case. You don't know what it takes until you come face to face. 99 bottles on the lawn, each one represents a reason for you to leave until the fall. But I ignored them, sipping on that poison. Simply out of boredom, a price I can't afford. And I still forced it down with no support. And here I am stagnant, losing my importance. I tell you this though, I saw a girl cold, crying in the corner, maybe 20 years old. Shy, avoided contact, weak soul, black eye, pointing to the hand that she didn't fold. Tight fist turned soft as she opened up. Little white pebble in her hand got me choked up. Close up, thick sweat, eyes closed shut. Thinking about the punk that forced her to give it up. Give it up. Thank you.
sad story. Think about our life and what he took for the glory. 88 drinks washed down with the 40. I've seen it on the news, but now it's too much for me. I don't remember ever seeing so much sin. Marks by the dozen, embedded in the skin. Just another notch on his belt in the end. Just another story for him to tell his fucking friends. Come on, what's in a name? Romeo took a Juliet. A puzzling four-letter word that means for you to quit. Crossroads, angel and demons of battle. And a promise of life a couple weeks from a graduate. Take a shot, first shot, feels like a lot. Next shot, one shot, now you say goodbye.